Ihr Lieben, der MDK, also der medizinische Dienst der Krankenkassen, der wurde früher sehr viel dafür kritisiert, dass die Krankenkassen diesen Dienst finanzieren und kontrollieren. Und deswegen hat sich Jens Spahn was Cooles einfallen lassen. Und zwar hat er den medizinischen Dienst einfach zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gemacht, also staatlich. Und in dem Augenblick sollte sich das jetzt alles ändern. Wir schauen mal, ob das wirklich funktioniert hat oder ob das Ganze einfach nur ein kleiner PR-Gag war. Und damit lade ich euch in das Video ein. Bleibt dran, es wird spannend. 2021 wurde aus dem medizinischen Dienst der Krankenkassen der medizinische Dienst und dann halt jeweils Bund oder dann halt die Länderorganisationen. Und was damit erreicht werden sollte, ist, dass der MDK, der medizinische Dienst der Krankenkassen, der einen fürchterlichen Ruf hatte, weil er abhängig von den Krankenkassen war und weil er von den Krankenkassen auch finanziert wurde, das heißt, die haben im Prinzip die Arbeit bezahlt, und dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, heißt es ja schon so schön. Das heißt, es wurde ganz oft durchaus begründet unterstellt, dass die Gutachter da im Interesse der Krankenkassen und nicht im Interesse derer, die sie da begutachten, handeln. Und das sollte sich jetzt alles ändern. Das heißt, wenn da so eine Änderung stattfindet und das K, die Krankenkasse aus dem Namen rausgenommen wird, erhofft man sich ja dadurch, dass die Krankenkassen das Ganze nicht mehr finanzieren und dass die Krankenkassen das Ganze nicht mehr kontrollieren. Und naja, also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht hat das Ganze ja doch nicht so gut geklappt und die Krankenkassen finanzieren das Ganze weiterhin und die Krankenkassen kontrollieren das Ganze weiterhin. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und vielleicht ist die einzige Änderung, die es jetzt gibt, die Jens Spahn hier bewirkt hat, dass die ganzen Kosten explodiert sind, dass also zum Beispiel die Geschäftsführergehälter um 300% gestiegen sind. Also wirklich so völlig irre. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe alles bestimmt noch nicht recherchiert und erzähle euch hier einfach nur meine Fantasie. Und jetzt schauen wir uns dann gleich mal auf der Webseite des medizinischen Dienstes um. Und danach gibt es noch ein Fazit, das heißt, wen dieses Ganze drumherum auf der Webseite des medizinischen Dienstes nicht interessiert, der kann dann auch einfach zum Fazit springen und sich dann anschauen, was wirklich aus dieser Umwandlung passiert ist, was die Benefits sind für euch und ob wirklich diese Unabhängigkeit von den Krankenkassen jetzt damit erreicht wurde. Und damit lade ich euch jetzt einfach mal auf die Webseite des medizinischen Dienst Bund ein. Und hier seht ihr, dass der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienst Bund sich aus 23 Mitgliedern zusammensetzt. Und zwar stolze 16 Mitglieder aus der Selbstverwaltung der Kranken- und Pflegeversicherung. Beziehungsweise halt aus der Selbstverwaltung der Kranken- und Pflegeversicherung. Aber die haben halt alle einen Posten bei einem medizinischen Dienst in den Ländern. Das heißt, die kommen dann aus dem medizinischen Dienst Berlin-Brandenburg zum Beispiel oder Niedersachsen oder Bayern. Und das heißt deswegen auch 16 Stück. Das heißt, jedes Bundesland darf da im Prinzip einen reinschicken. Dann noch 5 Vertreterinnen und Vertreter aus Patienten-, Betroffenen- und Verbraucherorganisationen sowie 2 Vertreterinnen und Vertretern mit beratender Stimme. Auch schön, dass jedes Stimmrecht beschränkt wurde, aus der Ärzteschaft und den Pflegeberufen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das heißt, 23 Mitglieder, 16 davon von den Krankenkassen. Was dann ein bisschen witzig ist, weil, ey, das sind dann 7, die im Prinzip die andere Seite darstellen. 7 Verwaltungsratsmitglieder, die dann von der anderen Seite kommen, und 16, also eine Zweidrittelmehrheit, haben die Krankenkassen sich hier einfach gesichert. Eine Zweidrittelmehrheit, die alles durchdrücken kann, was sie möchte. Und deswegen sieht dann auch der Vorsitz sehr, sehr eindeutig aus. Und zwar haben wir hier die Vorsitzende des Verwaltungsrats Medizinischer Dienst Bund, die aus dem Verwaltungsrat Medizinischer Dienst Mecklenburg-Vorpommern kommt. Das heißt, die sitzt dort schon im Medizinischen Dienst Verwaltungsrat. Und dann haben wir hier noch den alternierenden Vorsitzenden
des Verwaltungsrats Medizinischer Dienst in Hessen. Das ist jetzt eine Überraschung, ne? Dass sich hier dann die Opposition quasi nicht durchsetzen konnte, sondern dass die 16 Mitglieder natürlich einen aus ihren Reihen jeweils gewählt haben. Und das Ganze hat meiner Meinung nach einen ganz schön krassen Beigeschmack, dass da im Prinzip die Krankenkassen ihre Vormachtstellung so krass weiterhin durchsetzen. Ihr müsst euch vorstellen, früher war das so, dass der MDK ein Verein war und da waren die Krankenkassen die Mitglieder, die dann den Vorstand gewählt haben und der Vorstand hat einen Geschäftsführer gewählt oder zwei Geschäftsführer. Und jetzt ist es einfach so, dass es einen Verwaltungsrat gibt, statt dass es da die Mitglieder gibt und die Mitglieder wählen der Verwaltungsrat, der wählt hier dann die Vorsitzenden und gemeinsam wählen die dann noch den Vorstand. Das hat sich jetzt also geändert, es gibt keine Geschäftsführer mehr, sondern den Vorstand. Und das war's. Es hat sich von den Machtverhältnissen einfach so gut wie gar nichts verändert, bis darauf, dass hier noch eine kleine Scheinopposition irgendwie eingebaut wurde. Was aber einfach ein Witz ist. Also ganz im Ernst, die kommunistische Partei in China, die sagt auch, ey, wir haben ja Opposition und die dürfen auch bei uns mitmachen. Ja, ach, aber wenn du irgendwie die gesamte Meinung so unterdrückst, dann hast du halt quasi keine existierende Demokratie, wenn du einfach permanent mit einer Zweidrittelmehrheit bei 23 Mitgliedern 16 Leute aus den Kranken- und Pflegeversicherungen da einsetzt. Besonders witzig wird es dann noch hier an dieser Stelle, wo ihr sehen könnt, dass 23 Verwaltungsratsmitglieder dann paritätisch mit Frauen und Männern besetzt werden. Das ist so lustig, weil du kannst keine ungerade Zahl paritätisch mit Männern und Frauen besetzen. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das heißt, hier gibt es ein Geschlecht, das den Kürzeren zieht. Und dreimal dürft ihr raten, bei einer paritätischen, mit der Motivation, eine paritätische Aufteilung hier zu erzeugen, wer da den Kürzeren zieht. Genau. Es sind mal wieder die Frauen, die hier den Kürzeren ziehen. Und zwar gibt es, was war das? 12? Es gibt 12 Männer und 11 Frauen. Das heißt, es ist nicht paritätisch, sondern es gibt weiterhin eine Männermehrheit. Und ja, damit ist das Ganze, auch diese Frauenfreundlichkeit ist hier dann einfach nur Fassade. Einfach nur ein Witz. Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr peinlich, das mit 23 Mitgliedern paritätisch zu nennen, obwohl es mathematisch einfach überhaupt nicht möglich ist. Sehr, sehr, sehr peinlich. Und hier haben wir dann die Übersicht der Mitglieder aus der Kranken- und Pflegeversicherung. Die sind hier einmal alle aufgeführt, hier jeweils aus dem Bundesland, das sie da vertreten. Berlin-Brandenburg hier mit 2. Und dann halt noch die Mitglieder aus der Gruppe der betroffenen Verbände. SOVD, VDK, Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe und die ISL. Oh, witzig, kannte ich jetzt noch gar nicht. Und dann haben wir hier noch die Mitglieder aus der Gruppe der Pflegekammer und der Berufsverbände der und der Ärztekammer mit beratender Stimme, auch sehr schön, ne? Also da schön das Stimmrecht nochmal gekappt. Und genau, da haben wir hier die Ärztekammer Westfalen-Lippe vertreten und den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, DBFK. Und wenn man sich jetzt dann fragt, okay, woher kommen denn diese Leute, beziehungsweise was sind denn das dann jetzt für Leute, die hier dann aus der Kranken- und Pflegeversicherung kommen, beziehungsweise dann halt hier vom medizinischen Dienst und dann halt der verschiedenen Bereiche, dann können wir uns das einfach mal anschauen. Und zwar gibt es hier das Organigramm des medizinischen Dienst Berlin-Brandenburg zum Beispiel. Was für ein Verwaltungsrat hat der, beziehungsweise wie setzt sich der Verwaltungsrat hier zusammen? Und da sehen wir es hier, der Verwaltungsrat besteht aus 23 Vertreterinnen und Vertretern. 16 von ihnen kommen aus der sozialen Selbstverwaltung,
das heißt von den Krankenkassen, je zur Hälfte von der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite. Sie werden als stimmberechtigte Ehrenamtliche durch die Krankenkasse und deren Verbände im Verwaltungsrat gewählt. Das heißt, die Krankenkassen wählen hier einfach 16 Mal ihre eigenen Leute und von diesen 16, da setzt sich dann beim Medizinischen Dienst Bund die Gruppe der Kranken- und Pflegeversicherungsvertreter zusammen. Und der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienst Bund, der hat dann die Aufgabe, das ist quasi auch die gleiche Aufgabe, die der Verwaltungsrat dann der jeweiligen einzelnen Bundesländer medizinischen Dienste hat, die wählen den Vorstand und die erstellen die Satzung bzw. verabschieden die Satzung und entlasten den Vorstand. Und hier wird es dann ganz lustig, wenn man sich dann anschaut, wie die Mittel aufgebracht werden. Und zwar müssen wir hier einfach kurz in die Satzung schauen vom Medizinischen Dienst Bund, die zur Finanzierung der Aufgaben des Medizinischen Dienst Bund nach dem 5. und 11. Sozialgesetzbuch erforderlichen Mittel werden von den medizinischen Diensten und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee durch eine Umlage aufgebracht. Das ist ja schon mal spannend. Das heißt, der Medizinische Dienst Bund wird von den medizinischen Diensten der Bundesländer finanziert. Das heißt, wir müssen in die Satzung der einzelnen Bundesländer reinschauen. Auch hier wieder habe ich einfach der Einfachheit halber den Medizinischen Dienst Berlin-Brandenburg genommen. Schauen wir uns da nochmal die Satzung an. Und hier steht nämlich Paragraph 18 der Satzung Aufbringung und Verwaltung der Mittel, die zur Finanzierung der Aufgaben des Medizinischen Dienst Berlin-Brandenburg nach Paragraph werden nach Paragraph 280 des Sozialen Gesetzbuch 5 von den allgemeinen Ortskassen, AOK, den Betriebs- und Innungskrankenkassen, den landwirtschaftlichen Krankenkassen, der Ersatzkassen und der Bahn BKK, die Mitglieder mit Wohnsitz in Berlin und Berlin-Brandenburg haben, durch eine Umlage aufgebracht. Nanu, ich dachte ja eigentlich, so war doch das Versprechen, wenn das K verschwindet vom MDK, dann dachte ich eigentlich, dass der medizinische Dienst jetzt unabhängig finanziert wird, dass er staatlich finanziert wird. Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts wird doch in der Regel staatlich dann finanziert. Aber es ist nicht der Fall. Nein. Das heißt, die Krankenkassen sitzen im Verwaltungsrat und die Krankenkassen finanzieren den ganzen Spaß. Aber was hat sich denn dann geändert? Das ist jetzt ja seltsam. Also das ist hier gerade sehr, sehr spannend. Schauen wir uns nochmal ganz kurz den Vorstand vom Medizinischen Dienst Bund an. Da wird nämlich dann jetzt auch nochmal sehr schön deutlich, wie beim Medizinischen Dienst Bund die Machtverhältnisse dann sich irgendwie aufteilen. Der Vorstand vom Medizinischen Dienst Bund, der wird ja vom Verwaltungsrat gewählt, also von den 16 Krankenkassenleuten. Aber hier ist es tatsächlich sehr, sehr cool. Und zwar ist der Dr. Stefan Gronemeyer hier der Vorstandsvorsitzende. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, weil der Gronemeyer, der ist ein Arzt. Und das ist echt sehr, sehr cool. Der ist in Düsseldorf geboren. Okay, das interessiert mich jetzt eigentlich so gar nicht. Aber er ist seit Januar 2022, also auch echt noch frisch, Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienst Bund und vorher war Geschäftsführer des Medizinischen Dienst Spitzenverbands. Aha, seit April, von April bis Dezember war er schon der Geschäftsführer des Medizinischen Dienst Spitzenverbands. Das heißt, das hier ist die Umwandlung ja von Jens Spahn vom Verein zur Körperschaft des öffentlichen Rechts, wodurch die ganze Unabhängigkeit so viel besser werden sollte. Und vorher war er leitender Arzt und stellvertretender Geschäftsführer des Medizinischen Dienst Spitzenverband und vorher noch kommissarischer Leiter Arzt des Medizinischen Dienst Spitzenverband. Aber irgendwann war er dann auch mal Oberarzt bzw. leitender Oberarzt an der Fachklinik Rhein-Ruhr in Essen und davor noch Assistenzarzt. Ein Mediziner als Vorstandsvorsitzenden, das wirkt erstmal sehr, sehr cool. Da habe ich mich richtig gefreut. Wer ist denn dann die zweite Vorsitzende? Oh, guck mal. Hier ist sofort die Transparenz weg, wenn es um den zweiten Platz geht. Beim ersten, da war noch hier schön transparent und richtig groß der Lebenslauf drin. Und bei der Carola Engler dann direkt nicht mehr. Wer ist denn das? Das schauen wir uns dann doch mal an. Und zwar hat der Medizinische Dienst Bund hier nämlich eine Pressemitteilung rausgegeben.
wo die beiden dann gewählt wurden. Die werden bis Juni 2028 die Geschicke lenken. Also das sind richtig krasse 6-Jahres-Verträge, mit denen die hier ausgestattet werden. Und hier wird dann kurz zu dem Lebenslauf der Leute Stellung gewählt. Das hier halt der Grohmeier ist ein Facharzt und die Carola Engler ist vom BKK-Dachverband e.V. eine Krankenkassenlobbyistin. Das ist ja der Knaller. Das heißt, da haben sie dann den Vorstandsvorsitzenden richtig schön als Arzt genommen. Guck mal, hier haben wir einen Mediziner. Und die zweite ist dann direkt eine Lobbyistin für die Krankenkassen. Und jetzt habe ich hier direkt so einen Verdacht. Also bei der NATO ist es ja zum Beispiel so, dass der Generalsekretär, also der Oberste, nur für die Verwaltung zuständig ist. Und das Ganze ist aber ein Militärbündnis. Und die militärische Macht, die liegt immer bei einem US-amerikanischen General. Das heißt, der Generalsekretär, der ist dann immer ein Europäer oder ein Asiate. Und die eigentliche Macht über das ganze Bündnis haben aber die USA. Und das ist nur so ein Posten für die Presse. Und genau so ein Geschmäckle habe ich hier auch gerade. Das heißt, dass sie vielleicht da die viel wichtigeren Aufgaben hat, die dann im Interesse der Krankenkassen sind. Das wäre ja jetzt wirklich mal spannend herauszufinden. Zum Glück hat der Medizinische Dienst Bund ein Organigramm bereitgestellt. Und hier ist die Aufteilung der Stabsstellen tatsächlich sehr, sehr spannend. Und zwar sehen wir hier nochmal links den Stefan Grohmeier. Und der ist zuständig für die Pressestelle. So sieht es hier zumindest aus. Also das ist das, was ich so annehmen kann, wenn ich hier dieses Organigramm mir anschaue. Dann ist er zuständig für die Pressestelle, für die Geschäftsstelle Tarifgemeinschaft MD und das Qualitätsmanagement, also für die Qualitätsmanagementbeauftragten. Und die Carola, die Lobbyistin von der Krankenkasse, die ist für die Richtlinienkoordination zuständig. Das ist ja interessant. Und für die Selbstverwaltung und für das ganze Rechtliche. Das ist ja ein Gaudi. Das heißt, also ganz im Ernst, das hier kommt mir irgendwie wesentlich wichtiger, also deutlich wichtiger vor, als hier Pressestelle. Okay, das ist ziemlich spannend. Das heißt, im Prinzip hat der Medizinische Dienstbund, beziehungsweise viel besser die Krankenkassen, die haben sich hier einfach ein Organigramm ausgedacht. Genauso wie die NATO macht, wir packen einen Mediziner dann in den Vorstand, der ist dann so eine Art hübsches Gesicht nach außen. Guck mal, wir sind hier im Interesse der Ärzte und der Patienten. Und die Koordination über die strategischen Stellen, die hat dann aber doch eine Lobbyistin der Krankenkassen. So sieht es auf diesem Organigramm zumindest aus. Das ist das, was ich vermuten kann. Ich bin natürlich kein Mitglied, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Aber es sieht sehr, sehr stark danach aus. Und das hat ehrlich gesagt einen ganz, ganz faden Beigeschmack. Also es sieht für mich so aus, als ob die Krankenkassen hier in allen Bereichen so krass drin sind und das Ganze weiterhin so krass steuern, dass man überhaupt nicht von einer Änderung sprechen kann. Ach warte, nee, warte, da gab es eine Änderung. Es gab eine Änderung. Und zwar gehen wir nochmal eine Folie zurück. Zwei Folien zurück. Und zwar steht hier unten eine Übersicht der Vergütung, der Geschäftsführung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen e.V., MDS, was jetzt halt Medizinischer Dienst Bund am 1. Januar 2022 wurde als Rechtsnachfolger des MDS. Die findet man hier. Und ich habe mir die schon aufgerufen, dann schauen wir uns die doch mal an. Und jetzt haltet euch fest. Der Geschäftsführer hat bis zum März 21 hier 52.000 Euro verdient. Und ab dem 1. April 2021 hat der Geschäftsführer einfach 171.000 Euro verdient. Ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt dann diese Umstrukturierung beschlossen war, sodass sie einfach gesagt haben, ey geil, das Einzige, was sich für uns ändert, ist, wir haben viel, viel mehr Geld zur Verfügung. Lass uns doch mal geile Gründe finden, das auszugeben. Das weiß ich nicht. Aber es muss irgendeinen Grund dafür geben, dass man ausgerechnet im Corona-Jahr, ausgerechnet da, wo eigentlich die Mittel knapp waren, wo
die Ausgaben im Gesundheitssektor explodiert sind, weil wir Leben retten mussten, dass man ausgerechnet in dem Jahr sich eine Gehaltserhöhung von 300% gönnt, das ist so krass. Also von 52.000, die der Geschäftsführer im März noch verdient hat, im März 2021 noch verdient hat, wurden im April 171.000 Euro Gesamtvergütung. Jetzt Spahn 2021 das Gesundheitsministerium geleitet hat, einfach Geld zu allen Ecken rausgeworfen hat, da hat er einfach gesagt, ey, wollt ihr nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Geld für euren Geschäftsführer ausgeben? Und dann kommt hier eine Gehaltserhöhung von 300% raus. Noch spannender wird es nur bei der stellvertretenden Geschäftsführung. Was heißt noch spannender? Nee, nicht noch spannender. Noch spannender wird es nicht, aber es ist genauso krass. Denn auch die hat von März 21 bis April 21 eine Gehaltserhöhung von, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch 300% sind, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein extrem krasser Betrag, also von 48.500 Euro zu 128.000 Euro. Und ja, ganz im Ernst, dafür kann man dann schon mal Lobbyist für die Krankenkassen sein und so ein Stück weit seine Seele verkaufen. Für den Betrag, da lohnt sich das. Für 48.000 Euro hätte ich es nicht gemacht, aber für 128.000 Euro, ja, da macht das Ganze schon Spaß. Guck mal, vorher musste man auch hier irgendwie mit einem VW rumfahren. 1.700 Euro gab es nur für einen Dienstwagen, der auch für die private Nutzung zur Verfügung steht. Und dann gab es jetzt auf einmal 5.000 Euro für beide für den Dienstwagen. Das ist doch ein Upgrade. Da macht das Herumfahren und das Lobbyieren für die Krankenkassen Spaß. Und da will man denen da in dem Augenblick auch gar nichts Böses mehr nachsagen. Ja, eine sehr, sehr spannende Gehaltserhöhung in dem Jahr, in dem massenhaft irgendwie Menschenleben gestorben sind. Hat ein ganz, ganz übles Geschmäckle. Ich weiß nicht, was es mit dieser krassen Gehaltserhöhung auf sich hat. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Das heißt, das große Fazit ist, die Krankenkassen kontrollieren den medizinischen Dienst einfach weiterhin. Die Krankenkassen finanzieren den medizinischen Dienst einfach weiterhin und es hat sich quasi nichts geändert, bis darauf, dass dieser kleine Marketing-Gag vollzogen wurde und der medizinische Dienst der Krankenkassen jetzt einfach das K verloren hat. Das war's, das war's. Das heißt, es hat sich nichts geändert. Das Einzige, doch, es hat sich was geändert. Die Kosten sind explodiert und es ist mehr Geld von den Krankenkassen jetzt dafür verwendet worden, um den medizinischen Dienst zu finanzieren, um den Geschäftsführern das 300%ige Gehaltserhöhung zu liefern. Völlig irre, völlig wahnsinnig. Und ja, da muss man doch einfach mal sagen, das hat der Jens Spahn ganz toll gemacht. Also da nochmal einen ganz herzlichen Dank an die CDU für diese großartige Verbesserung unseres Gesundheitssystems. Das war eine sehr, sehr großartige Leistung und ja, die Berlin-Wahl steht an und die CDU ist irgendwie wahrscheinlich eine der Spitzenparteien und ich frage mich, warum? Warum sagt man, ey, da macht ihr geile Arbeit, es ist alles ein Fiasko und das Ganze ist ein absoluter Witz, ein absoluter Marketing-Stunt, den ihr hingelegt habt für teures, teures Geld, was jetzt am Ende den Versicherten, die Leistungen benötigen, fehlt. Und ja, damit verabschiede ich mich aus diesem Video, ihr Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.